Seid ihr gut drauf? Ja! Super. So, bevor wir anfangen, bin ich natürlich von Amts wegen verpflichtet, wieder die Veranstaltungsregeln zu verlesen. Und ich fange gleich mal damit an. Das erste Wort gleich unser Uta Nürnberger übergeben, damit ich euch hier nicht weiter langweile mit irgendwelchen langweiligen Verhaltensregeln. Ja, von mir natürlich auch ein herzlich willkommen. Wenn ich wurde ja gebeten, auch hier zu sprechen mit Ralf zusammen. Klappt das ja mittlerweile mit der Vernetzung der einzelnen Bürgerinitiativen alles sehr gut. Hätte man sich vielleicht vor anderthalb Jahren noch gar nicht so vorstellen können. Aber bei der Vorbereitung und Recherche der heutigen Veranstaltung ist mir die Wahl des Themas doch relativ schwer gefallen. Aber nicht, weil mir kein Thema eingefallen ist, sondern ganz im Gegenteil, weil wir ja tagtäglich mit neuen Themen konfrontiert werden, dass es fast einen nicht mehr erschreckt. Ja, mittlerweile liest man täglich von Raub, Körperverletzung und Mord. Schauen Sie bitte nach Hamburg, ganz aktuell, wo natürlich heute, ich denke auch nur im Rahmen des Wahlkampfes, von der zweiten Bürgermeisterin in Hamburg eine Trauerveranstaltung organisiert wurde, leider nicht vom ersten Vorsitzenden. Vielleicht hat er was anderes zu tun gehabt, was ihm wichtiger erscheint. Oft aber sind diese, ich sag mal, Mord, Raub und Körperverletzung, Vergewaltigung aus ganz niedrigen Beweggründen, oft auch nur zum Spaß. Denken Sie an diese beim U-Bahn, in dem sind von der Treppe runtergeschmissen, die Frau einfach mal, weil sie dort im Weg stand und man daran Freude hat. Eine Blutspur, die die Regierenden mit zu verantworten haben, zieht sich mittlerweile durch unsere Heimat. Mich an diese Tatsachen allerdings zu gewöhnen, das will ich nicht und das werde ich nicht. Und es entwickelt sich mittlerweile bei mir ein Zorn über Regierende, die das Wohl unseres deutschen Volkes, unseres deutschen Vaterlandes völlig aus den Augen verloren haben, unbewusst oder gewollt, kann ich nur spekulieren. Wir schaffen das, ein Satz, der zum Unwort gekürt werden sollte. Was schaffen? Das deutsche Volk, ja, die europäischen Völker zu vernichten. Ja, wenn die Mächtigen ihre Pläne auch mit Unterstützung unserer Regierenden in so einem Tempo weiter umsetzen, werden wir das in den nächsten 20 Jahren rein demografisch hinbekommen. Wenn nach der Wahl die Schleusen vergrößert werden, wird es mit Sicherheit hier nicht friedlich bleiben, denn auch die Illegalen werden sich ihre Territorien erobern. Es wird zu Revierkämpfen kommen. Und schauen Sie schon nach Nordrhein-Westfalen, wo sich einzelne Bikerclubs zum Beispiel oder welche, die vorgeben, Bikerclubs zu sein, schon organisieren, um eben halt dort gewappnet zu sein. Ich glaube nicht, dass wir als Deutsche da wirklich Potenzial noch dagegen halten können. Wir werden heute mit der mittlerweile sehr fad schmeckenden Floskel beschwichtigt, es gäbe keinen absoluten Schutz. Forderungen nach mehr Videoüberwachung, Kontrollen werden sofort laut. Ich befürchte aber, dass diese staatliche Überwachung eigentlich mehr der eigenen Bevölkerung dienen soll. Wir sind auf dem Weg zu einem Überwachungsstaat. Erschreckend, zu welchem niedrigen Preis wir aber allerdings unsere Freiheit aufgeben, um kein bisschen mehr Sicherheit zu erlangen. Die Einschnitte in die Meinungsfreiheit, ich hatte es vor kürzlich erst auch in Zwickau gesagt, mit der Durchsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sind natürlich erst der Anfang. Vielleicht haben Sie auch diese Woche mitbekommen, wurde das Zeugnisverweigerungsrecht aufgeweicht. Man kann zur Aussage durch die Polizei mittlerweile gezwungen werden. Ich denke nicht, dass das beim Befragen bleibt. Ich meine da nicht den einfachen Beamten, sondern das System, was dahinter steckt. Weil sonst bräuchte man eine gesetzliche Regelung seit 1874 nicht eben halt zu verändern. Und
man könnte auch die Gewaltenteilung auch wirklich so beibehalten. Sie sehen, unsere demokratische und freiheitliche Grundordnung gerät immer mehr aus den Fugen. Da frage ich mich, liebe Gutmenschen, wo bleibt da der Aufschrei, eure Übernahme von Verantwortung? Man hört von der Seite der vermeintlichen Demokraten nichts. Nein, diesen Personenkreis zähle ich eigentlich nicht wirklich mehr zu den Demokraten, denn sie vertreten nicht das Wohl des deutschen Volkes. Es sind für mich reine Systemlinge, die sich noch an diesem System gesund stoßen oder wo die Einschläge eben noch nicht im eigenen Vorgarten gelandet sind. Vorgestern Nachmittag war ich kurz bei uns im Allee-Sendersen Einkaufszentrum. Ich denke, in ähnlicher Form kennen Sie das auch. Da Ferien sind, war natürlich der Andrang von Kindern dort besonders groß, zumal das Sendermanagement reichlich Hüpfburgen für die Kinder zur Unterhaltung angeboten hat. Dass es lauter werden kann, wenn Kinder toben, ich denke, das weiß jeder und die meisten haben dafür Verständnis. Mir wurde aber auf eine andere Art und Weise die Realität sprichwörtlich vor Augen geführt. Gut die Hälfte der Kinder und Eltern waren an diesem Tage nicht deutscher Herkunft. Es ließ sich sehr gut beobachten, wie diese Kinder sich verhalten und wie sie von ihren meist Vätern angehalten werden. So manch deutsche Mutter hat nach dem zum Teil rabiaten Verhalten der muslimischen Kinder das eigene von der Hüpfburg genommen. Nein, das deutsche Kind hat sich nicht gewehrt. Und genau diese Resignation sieht man auch in den Blicken der Eltern. Da spiegelt sich keine Toleranz mehr, sondern es zeigt sich, dass viele in die innere Emigration abgeglitten sind. Das ist natürlich ein Problem, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wie sie sich wehren sollen gegen dieses System, das System, was natürlich auch Repressalien auferlegt. Und man sieht auf der anderen Seite auch, Pegida ist natürlich für uns der Leuchtturm noch in der nationalen Bewegung. Aber seit 3 Jahren, Zyniker sagen, laufen sie im Kreis, uns passiert leider doch nichts mehr. Das ist eben halt die Schwierigkeit, die natürlich auch demotiviert. Und viele können einfach auch nicht auf ihre Arbeit mehr verzichten. Die können sich nicht rausnehmen aus dem System, weil gerade zum Monatsende ihre ganzen Rechnungen überhaupt beglichen werden. Also man kann auch keine Rücklagen mehr bilden. Man kann auch nicht mal damit rechnen, 1, 2, 3 Monate arbeitslos zu sein. Es ist für alle viel zu riskant und vielleicht ist auch sogar nur noch einer, der Geld verdient in der Familie. Und natürlich, man geht ja auch perfiderweise über die Kinder. Kinder werden in dem Sinn auch an die Kandare genommen, um eben halt die Eltern negativ zu motivieren. Eine Reise in die Zukunft bei gleichbleibenden Veränderungen macht mir allerdings Angst. Und wenn ich dann Städte sehe wie Frankfurt, Mannheim, wo mittlerweile 75% der unter 6-Jährigen nicht deutscher Herkunft sind, können wir innerhalb von, lassen Sie die jetzt 10 Jahre, 15 Jahre später, können wir rein demografisch, rein was die Wahl angeht, nichts mehr ausrichten. Und wenn jetzt zum Beispiel, das ist ja das links, das rot-rot-grüne System, die gerne wollen, das Wahlrecht auf 16 herabzusetzen, brauchen wir nur 10 Jahre zu warten, dann sind im kommunalen Bereich Muslime an der Macht. Und da brauchen wir uns dann nicht mehr zu wundern, ganz legitim, auf den ganz regulären Weg, ohne dass sie überhaupt einen Straßenkampf initiieren, durchführen müssen, sondern sie brauchen einfach nur wählen zu gehen, die entsprechende Entscheidung. Schauen Sie nach London, da wird ja auch mittlerweile das als sehr moderat abgetan. Es passiert halt Terroranschläge, damit müsst ihr klarkommen. Gut, Sie haben es zugelassen, damit müssen Sie eben halt auch leben. Wie sich aus der Statistik und mittlerweile auch wissenschaftlichen Studien, ich weiß es selbst von einem Kollegen von der Universität Chemnitz, der hat das wissenschaftlich untersucht, hat die Leute nach ihren, beruflichen und schulischen Hintergründen befragt, ist natürlich auch abgemahnt worden von der Universität, aber diese Statistik lässt sich nur nicht mehr wegwischen.
wissen wir natürlich, dass diese illegalen, und sie sind zum größten Teil illegal, weil nicht auf deutschem Recht fußend hier überhaupt in Deutschland leben, keine Fachkräfte sind. Viele haben keinen oder nur einen einfachen Schulabschluss, die meisten gar keinen Berufsabschluss. Uns werden tagtäglich fast gebetsmühlenartig von den Staatsmedien die Vorzüge gepredigt. Wertvoller als Gold wären sie. Denn schließlich hätten wir doch Fachkräftemangel. Auch bräuchten wir doch junges Blut, weil wir, so ein ranghoher Politiker vor kurzem, sonst dem Inzest verfallen. Sie wissen, wer das gewesen ist. Das müsste doch so manchen Grünen eigentlich dann schon wieder gefallen. Das müsste man, Sie merken, Zynismus und Sarkasmus reisen mittlerweile stetig mit. Bitte, wie sollen diese vermeintlichen Fachkräfte für unser Volk, für unsere Kultur einen Mehrwert darstellen? Und der muss nicht rein materiell sein. Nein, diese Menschen werden lebenslang am Topf unserer Sozialsysteme hängen, von unseren Steuern leben und nur als Konsumenten dienen, um die Taschen einzelner weniger zu füllen. Das ist ja das Ziel. Von unseren Steuern leben sie über Sozialgeld 2, also Hartz 4. Damit gehen sie in die Konsumtempel, kaufen sich was ein und in dem Moment verdient dann nur der Unternehmer, der dahinter steckt und auch nicht die einfache Verkäuferin, die im Laden steht. Dass hier ganz andere Pläne umgesetzt werden sollen, haben viele begriffen. Zu viele anscheinend, wenn man die Reaktion des Systems betrachtet. In kürzester Zeit wurden daraufhin das Grundgesetz mehrfach geändert. Nein, nicht geändert, sondern gebrochen. Besonders im westlichen Teil dieser Republik, und da begrüße ich sogar heute jemand extra aus Baden-Württemberg angereist, herzlich willkommen. Weil ich sag mal so, der Unmut ist dort natürlich genauso vorhanden, aber es gibt diverse Probleme und Gründe, warum die Leute nicht auf die Straße gehen. Hoffnungsvoll schaut man nach Mitteldeutschland. Auch diesem System ist das natürlich klar. Warum diffamiert man uns in Mitteldeutschland so stets und ständig? Ja, weil wir noch ein Gespür für das Errichten einer Diktatur haben. Und genau diese schleicht sich heute immer mehr ein. In den einzelnen Gesprächen so am Rande kriegt man das häufig mit. Ich selbst habe es ja auch auf Arbeit erfahren. Menschen werden denunziert von Seiten des Arbeitgebers oder aus dem eigenen Bekanntenkreis, manchmal sogar aus der eigenen Familie. Aber Sie kennen ja den Spruch, also viele sagen, dass nur aus dem Mitteldeutschland, aus Leipzig, aus Zwickau-Plauen, Sie kennen die Städte, wo die friedliche Revolution durchgeführt wurde. Viele hoffen, dass wieder eine Revolution von Mitteldeutschland ausgeht, denn sie kennen ja den Spruch, auch wenn Wahlen im Westen gewonnen werden, würden Wahlen in einem System etwas anders, wären sie schon längst verboten. Aber leider ist es auch so, der Hoffnungsträger, und hier weht ja ein kleiner Wimpel, viele haben Hoffnung und sehen dort eine wirkliche Wahlalternative. Aber leider wird nicht nur manipuliert in dem Parteiensystem. Schauen Sie nach den Stimmauszählungen in Sachsen-Anhalt, schauen Sie die Stimmauszählung in NRW. Leider Gottes, auch innerhalb der Partei wird in Listen eingegriffen, dass der Wille der Mitglieder des Volkes wird also nicht Genüge getan. Ich hoffe, wir Sachsen, Thüringer und Brandenburger haben die Kraft und den Mut, uns weiterhin den heutigen, aber auch den kommenden, und die werden viel härter werden, Repressalien zur Wehr zu setzen. Vielleicht gelingt es uns, auch den Funken in andere Landesteile überspringen zu lassen. Schließlich muss das gesamte Volk aufstehen. Wir reiben uns immer noch, und das merken wir auch bei den Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen, wir reiben uns immer noch an kleinen Gegensätzlichkeiten auf. Auch innerhalb der einzelnen Partei, da gibt es die Gruppe, jetzt hat sich wieder eine neue Gruppe gegründet, weil die einen die anderen nicht mögen, jeder möchte der Häuptling sein, keiner möchte den Indianer geben. Also das ist natürlich auch bewusste Konflikte, es wird zersetzt, es wird gezielt zersetzt, denn es heißt nicht teile und herrsche, sondern spalte und herrsche,
ein Volk soll sich nicht vereinen. Da spielt man gerne eben halt Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, eben halt Arbeitslose gegen Arbeitnehmer aus, Reich gegen Arm, Ost gegen West. Hauptsache der Keil wird in das Volk reingetrümmert, um eben halt gar keinen Zusammenschluss zu ermöglichen. Wir müssen aber zusammenstehen, hier in Deutschland für unsere deutschen Interessen, aber mittlerweile auch zum Wohle der europäischen Völker. Und unsere Aufgabe ist es, diese Politikerkaste stets und ständig daran zu erinnern, dass sie zum Wohle des Volkes zu handeln haben, sich dazu verpflichtet haben, per Eidesstatt und nicht einer neuen Weltordnung dienen. Danke. Dankeschön, Uda. Ja, wir stehen mit euch hier wieder zusammen, um zu zeigen, den Politmarionetten da oben, dass es so definitiv nicht weitergehen kann. Wie Uda schon sagte, es wird Zeit, dass hier die Bürgerbewegung nicht nur städteübergreifend, sondern auch mittlerweile landesübergreifend besser harmonieren und zusammenarbeiten. Ich würde aber gleich hier das Wort unserem Alex übergeben. Hallo Alex. Ja, dann auch einen wunderschönen guten Nachmittag von mir hier. Ich mache es kurz heute, weil wir wollen ja noch spazieren gehen. Wir stellen uns sicherlich die Frage, warum machen wir das? Warum stellen wir uns hier Sonnabendnachmittag auf einem Parkplatz, wo wir doch zum Oldtimer-Treffen gehen könnten, wo wir doch zum Fußball gehen könnten oder wo wir uns doch ganz einfach in den heimischen Garten setzen könnten, so wie es 99% dieser Schlafmischel machen, denen es egal ist, dass in Deutschland tagtäglich gemordet, geraubt, vergewaltigt wird, dass tagtäglich ein Ausverkauf unserer Interessen stattfindet und dass wir tagtäglich belogen, betrogen werden von einer Politikerkaste, die nicht in anderen Worten gehört, sondern in ein Gefängnis oder in eine Nervenheilanstalt. Wir machen das, liebe Freunde, ganz einfach aus einem inneren Pflichtbewusstsein, aus einem inneren Verantwortungsgefühl, die nachfolgenden Generationen gegenüber, unseren Kindern gegenüber und unseren Familien gegenüber. Weil wir denen eben nicht ein Land überlassen wollen, was von Merkel, Schulz, Findeis und Konsorten bis ins Mark vergewaltigt, geschändet und missbraucht wird. Und wir werden so lange weitermachen, bis wir entweder unter der Erde liegen oder bis diese Politikerbande hinweggefegt ist, liebe Freunde. Jawohl! Die Schreckensmeldung, Uda erwähnte es ja gerade, wir erfahren da ja nur die Spitze des Eisberges. Das meiste wird verschwiegen und findet natürlich in der öffentlichen Berichterstattung nicht statt. Da ist natürlich kein Platz vorhanden für die ganzen Schreckungsmeldungen. Platz ist vorhanden auf der Titelseite, wenn Nafri Mola mal wieder 2000 Euro gefunden hat und diese bei der Polizei abgibt. Platz ist vorhanden, wenn irgendeine Fachkraft aus Syrien einen blinden Dalmatinermelben vor dem Ertrinken rettet. Und Platz ist natürlich vorhanden, wenn hier, wie am heutigen Tag, die ach so bösen Menschenfeinde, die ach so bösen Rechtsextremisten, die ach so bösen Neonazis auf die Straße gehen. Da können sie hetzen, diese Schmierlinge. Das konnten sie schon zu DDR-Zeiten sehr, sehr gut. Und das heißt nicht für umsonst, dessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Die etablierte Schweinepresse, sie frisst das Brot der Lüge und ich hoffe inbrünstig, dass sie eines Tages an diesem Brot der Lüge ersticken wird. Was,
die es gerne erwünscht. Wie willst du es verändern? Ja, wie wollen wir uns verändern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Veränderung, die trägt jeder, der hier auf der Straße steht, die trägt jeder, der mit den politischen Verhältnissen in diesem Land nicht zufrieden ist, in sich selbst. Denn jeder kann etwas tun. Er kann seine Familien aufklären, er kann seinen Bekanntenkreis aufklären, er kann seine Arbeitskollegen aufklären, dass sie endlich anfangen zu denken, dass sie lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, dass sie lernen, nicht alles, was uns hier als Wahrheit kredenzt wird, gleich zu glauben. Natürlich wissen wir, dass wir kaum eine Chance haben. Gegen uns steht ein übermäßiger Medienapparat. Gegen uns, das steht von der Kommunalpolitik angefangen. Da könnt ihr hier in Zwickau ja ein besonderes Lied singen mit eurer Oberbürgermeisterin und diesen ganzen anderen lustigen Spießgesellen, die sich da noch im Rathaus befinden. Es geht über die Landespolitik und es geht über die bis hin zur Bundespolitik, bis hin ins Europaparlament.